Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In dieser Folge widmen wir uns einem zentralen Thema der Digitalisierung im Gesundheitswesen, der elektronischen Patientenakte, kurz EPA. Ab 2025 soll für alle gesetzlichen Versicherten automatisch eine EPA angelegt werden. Es sei denn, man widerspricht aktiv. Diese sogenannte Opt-out-Regelung, die im neuen Digitalgesetz verankert ist, wird von der Mehrheit der Bevölkerung positiv bewertet. Eine Umfrage des AOK-Bundesverbandes zeigt, dass 62,9% der Befragten diese Regelung gutheißen. Damit könnte die EPA der Digitalisierung im Gesundheitswesen den erhofften Schub verleihen. Heute sprechen wir mit VdK-Patientenberaterin Jelka Pinteritsch über die Chancen, Herausforderungen und die praktische Umsetzung der EPA. Hallo Frau Pinteritsch. Hallo Frau Foto. Frau Pinteritsch, bereits vor 2 Jahren haben wir in unserer Folge Der digitale Patient über die Digitalisierung im Gesundheitssystem ja gesprochen. Unter anderem über das E-Rezept oder die elektronische Arbeitsbescheinigung. Aber auch über die elektronische Patientenakte, kurz EPA genannt. In dieser Folge widmen wir uns jetzt ganz der Patientenakte, denn hier hat die Bundesregierung ja entschieden, dass diese bis 2025 für alle Versicherten bereitgestellt werden soll. Wie bewerten Sie diese Entscheidung und welche grundlegenden Änderungen bringt sie für die Patientinnen und Patienten jetzt mit sich? Ja, bereits seit 2021 müssen ja die gesetzlichen Krankenkassen auf Wunsch ihrer Versicherten eine elektronische Patientenakte, kurz EPA, zur Verfügung stellen. Die wichtigste Änderung ab 2025 ist nun, dass Versicherte aktiv werden müssen. Die elektronische Patientenakte ist immer noch freiwillig. Wenn Sie aber die elektronische Patientenakte nicht möchten, dann müssen Sie widersprechen. Sonst wird sie automatisch eingerichtet. Und das ist neu. Also das ist dieses sogenannte Opt-out-Verfahren, auf Deutsch Widerspruchslösung. Ja, und der Gesetzgeber will, dass sich eben Patientinnen und Patienten aktiv entscheiden. Und zwar mit der Hoffnung, dass sich dadurch mehr Menschen für die elektronische Patientenakte entscheiden. Ob dies der Fall sein wird, ja, das wird das nächste Jahr zeigen. Was die technischen Komponenten angeht, fordert der VdK ja, dass die EPA-App barrierefrei gestaltet ist und auf älteren sowie modernen Geräten funktioniert. Auf welchen Geräten funktioniert die EPA-App denn überhaupt und ist sie denn auch für nicht technikaffine Menschen, sage ich mal, einfach bzw. intuitiv zu bedienen? Ja, da sind wir jetzt bei einer wichtigen Forderung vom VdK, nämlich dass auch Menschen mit Behinderung, ältere Menschen und Menschen ohne Smartphone gleichermaßen die elektronische Patientenakte nutzen können und eben auch ihre Daten einsehen können. Für die Nutzung der EPA braucht man ein Smartphone oder Tablet, auf das man dann eben diese App runterlädt und installiert. Ja, und mit ganz alten Geräten funktioniert das aber nicht. Und gerade Ältere haben keine modernen Geräte. Das ist schon mal eine Hürde. Und nach dem Herunterladen der App müssen Sie diese freischalten, bevor Sie sie nutzen können. Dafür braucht man dann ein Identifikations- und Anmeldeverfahren. Das geht zum Beispiel über die Gesundheitskarte mit NFC-Funktion. Also da geht es um die drahtlose Übertragung. Ob Sie so eine Gesundheitskarte besitzen, das erkennen Sie am Symbol für diese drahtlose Übertragung auf der Vorderseite im oberen Bereich der Gesundheitskarte. Ja, und dann brauchen Sie noch die dazugehörige PIN. Die bekommen Sie von der Krankenkasse. Und die genauen Schritte können aber auch je nach Krankenkasse unterschiedlich sein. Also muss man sich da auch immer von der Krankenkasse informieren lassen. Das klingt jetzt nicht unbedingt einfach. Wenn man kein Smartphone hat, geht das dann auch über PC oder Laptop? Also für viele Menschen ist es durchaus eine Herausforderung. Also nicht alle sind ja technisch versiert. Hinzu kommt, dass eben jede gesetzliche Krankenkasse eine eigene EPA-App anbietet. Also Stiftung Warentest hat 2022 die Apps einiger Krankenkassen getestet. Zum Beispiel wie Einrichtung und Login-Prozesse funktionieren. Also welche Funktionen die App bietet und wie Versicherte die Hilfe-Hotline bei Problemen erreichen.
Und dieser Praxistest zeigte dann, dass der Weg zu der digitalen Akte ja viel Geduld erfordert. Und ja, wir sind schon ganz gespannt, was uns Patientinnen und Patienten dann ab 2025 berichten werden. Ja, und wenn man kein Smartphone hat, dann geht es bei einigen Krankenkassen auch über PC oder Laptop. Bei manchen Kassen braucht man dann noch zusätzlich so ein Kartenlesegerät. Da muss man sich auch wieder bei der eigenen erkundigen, wie das funktioniert. Und Menschen, die also weder Smartphone noch PC haben, die können so eine elektronische Patientenakte nicht selbst führen. Also die Patientenakte kann natürlich eingerichtet werden und auch gefüllt werden, also von den Ärzten, und die Ärzte haben Zugriff auf die Akte, also außer sie haben da widersprochen. Dann soll auch in Zukunft möglich sein, also dass auch in ausgewählten Apotheken, also die Versicherten, die kein Smartphone oder PC haben, dass sie da in der Apotheke in die Akte einsehen können. Man kann natürlich auch eine Vertrauensperson einsetzen, also zum Beispiel Angehörige, und diese können dann eben die Akte befüllen und einsehen. Ja, und wie verläuft die allgemeine Einführung dieser automatischen Einrichtung dann überhaupt? Also der ursprüngliche Plan war, dass ab dem 25. Januar 2025 alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte haben sollten. Also es sei denn natürlich, sie haben widersprochen. Jetzt sollen zunächst Versicherte in ausgewählten Modellregionen ihre EPA erhalten. Das sind Hamburg, Franken und Nordrhein-Westfalen. Praxen und einige Krankenhäuser werden dann die Anwendung 4 Wochen lang testen. Und sofern alles nach Plan verläuft, sollen dann 4 Wochen später, also Mitte Februar, alle gesetzlichen Versicherten die EPA haben. Ärzte und Psychotherapeuten sind dann verpflichtet, die Akte zu befüllen. Das Gleiche gilt für Krankenhausärzte, Apotheker und Zahnärzte. Später kommen noch andere Berufsgruppen wie Physiotherapeuten und Ergotherapeuten hinzu. Ja, wenn man jetzt nicht möchte, dass die eigene EPA automatisch eingerichtet wird, muss man dann aktiv Widerspruch einlegen? Also, und was bedeutet dieses aktiv? Wie kann da Widerspruch eingelegt werden? Gibt es bestimmte Fristen für den Widerspruch? Also was muss man da beachten? Also Versicherte haben natürlich die Möglichkeit, bereits der Einrichtung einer elektronischen Patientenakte zu widersprechen. Also das ist jetzt schon möglich. Und vielleicht wichtig, Kinder ab 15 Jahren müssen selbst widersprechen. Und die Krankenkassen sind per Gesetz verpflichtet, ihre Versicherten vor Einrichtung, also bevor sie diese Patientenakte einrichten, ausführlich über die elektronische Patientenakte und die Widerspruchsmöglichkeiten aufzuklären. Also die gesetzlichen Krankenkassen, die verschicken zurzeit Schreiben an ihre Versicherten. Sie haben dann also ab Informationen durch die Krankenkasse 6 Wochen Zeit, gegenüber der Krankenkasse zu widersprechen. Das muss natürlich auch niedrigschwellig möglich sein. Also Sie können zum Beispiel in der Filiale Ihrer Krankenkasse oder per Post oder auch digital über die Service-Apps der Krankenkassen widersprechen. Wer widersprechen will, kann dies auch über die Ombudsstelle seiner Krankenkasse tun. Den Widerspruch müssen Sie nicht begründen, Sie müssen aber aktiv werden. Also wenn Sie keine elektronische Patientenakte wünschen. Aber geht es denn auch nachträglich, wenn das Ganze schon eigentlich eingerichtet wurde? Ja, auch später ist jederzeit ein Widerspruch möglich. Die Krankenkassen sind dann verpflichtet, die elektronische Patientenakte inklusive aller Daten zu löschen. Und aus welchen Gründen könnten Patientinnen und Patienten Widerspruch denn einlegen wollen? Also es kann sein, dass Menschen mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder psychischen Erkrankungen Sorge haben, dass sie aufgrund ihrer Diagnose diskriminiert werden könnten. Sie möchten vielleicht nicht, dass jeder Behandelnde über ihre Krankheit Bescheid weiß.
bei sexuell übertragbaren Infektionen, psychischen Erkrankungen und auch Schwangerschaftsabbrüchen müssen Behandelnde übrigens explizit darauf hinweisen, dass eben Versicherte der Aufnahme der Daten in die elektronische Patientenakte widersprechen können. Und wenn man einzelne Diagnosen, die bereits in der Akte enthalten sind, gegenüber bestimmten Ärzten, Ärztinnen verbergen möchte, dann muss man stets prüfen, auf welche Inhalte soll der Arzt, die Ärztin keinen Zugriff haben. Rückschlüsse auf Krankheiten sind ja nicht nur über Diagnosen oder Laborbefunde möglich, sondern auch über andere Daten. Eine Krankheit taucht zum Beispiel nicht nur in den Befunden auf, sondern auch in der Medikationsübersicht oder den Abrechnungsdaten der Krankenkasse, wenn sie der Speicherung und der Abrechnungsdaten in der Akte nicht widersprochen haben. Man muss also im Einzelfall immer den gesamten Inhalt der Akte überprüfen. Das kann aufwendig und kompliziert sein. Es gibt sicherlich auch Menschen, die kategorisch die elektronische Patientenakte ablehnen, weil sie dem Datenschutz und der Datensicherheit nicht vertrauen. Auf Datenschutz wird bei der elektronischen Patientenakte sehr geachtet. Bei Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind die Datenschutzbeauftragten der Krankenkassen Ansprechpartner, aber auch die Beauftragten des Bundes und der Länder für Datenschutz und Informationssicherheit. Ja, und diese Bedenken der Patientinnen und Patienten sind natürlich trotzdem verständlich, denn Gesundheitsdaten gehören ja definitiv nicht zu den privaten, persönlichen und sensiblen Daten einer Person. Wie stellt man jetzt sicher, dass sensible Gesundheitsdaten tatsächlich nicht in falsche Hände geraten? Also wie gesagt, der Schutz der persönlichen Gesundheitsdaten ist sehr wichtig und die Standards für den Datenschutz sind auch sehr hoch. Also die Inhalte der elektronischen Patientenakte sind natürlich verschlüsselt und die Daten werden zentral auf Servern in Deutschland gespeichert. Der Zugriff auf die elektronische Patientenakte erfolgt über ein sich geschlossenes Netz und sämtliche Aktivitäten werden protokolliert und können dann auch eingesehen werden, wenn jemand halt eben zugegriffen hat auf die Akte. Zudem ist es wichtig, dass die Arztpraxen einen hohen Datensicherheitsstandard bei der Praxissoftware einhalten. Wichtig ist auch, dass Patientinnen und Patienten die Sicherheitsupdates ihrer Handys regelmäßig durchführen. Also trotz dieser hohen Sicherheitsstandards kann, wie sonst auch im Leben, nie hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass es zu Datenlecks oder Cyberangriffen kommen kann. Ja, und ein weiteres Thema im Bereich Datenschutz ist tatsächlich, dass das Bundesgesundheitsministerium plant, die Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zu verknüpfen. Dabei sollen die Daten dann anonymisiert und verschlüsselt werden. Wie wird hier sichergestellt, dass die Daten sicher sind und wie können Patientinnen und Patienten ihre Zustimmung oder Ablehnung zur Datenverwendung eben für Forschungszwecke dann geben? Ja, also ab dem 15. Juli 2025 können Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte für gemeinwohlorientierte Forschungszwecke genutzt werden. Also Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und wer diese Daten nutzen darf und wie, wird gesetzlich festgelegt und kontrolliert. Patientinnen und Patienten können auch dieser Nutzung der Daten zur Forschung widersprechen. Aus Sicht der Wissenschaft wäre der größte Vorteil, dass Forschende Zugang zu mehr Daten erhalten, also besser forschen, damit die Gesundheitsversorgung verbessern können. Die Daten werden teilweise pseudonymisiert. Hier wird kritisiert, dass pseudonymisierte Daten im Gegensatz zu anonymisierten Daten wieder einer einzelnen Person zugeordnet werden könnten. Hintergrund des Ganzen ist, dass Forschende manchmal wissen möchten, ob sich bei einer bestimmten Krankheit zum Beispiel das Risiko für eine Krebserkrankung erhöht. Dafür müssen dann ältere Gesundheitsdaten einer Person mit neueren Daten zusammengeführt werden. Natürlich auch wieder pseudonymisiert, aber auch da wird natürlich sehr auf den Datenschutz geachtet. Ja, und ein weiterer Punkt hier ist der Zugang zu den eigenen Daten. Wie viel Kontrolle habe ich denn als Patientin oder Patient über die Informationen über mich in der EPA? Kann ich da selbst bestimmen, welche Daten aufgenommen werden tatsächlich und wer darauf zugreifen darf?
Ja, also es gibt eine Reihe von Daten, die Ärzte und Psychotherapeuten laut Gesetz in die Akte einstellen müssen, sofern eben Patienten dem Einstellen nicht widersprochen haben. Also Beispiele hierfür sind der elektronische Medikationsplan, Laborbefunde, Befunde wie Röntgen, CT, MRT-Bilder, elektronische Arztbriefe, Entlassungsbriefe von Krankenhäusern, auch Unterlagen aus früheren Behandlungen, wenn sie für die aktuelle Behandlung relevant sind. Ärzte sind verpflichtet, Patienten beim Besuch in der Praxis darüber zu informieren, welche Daten sie in der elektronischen Patientenakte speichern. Da es gibt aber auch natürlich Daten, die eine Praxis auf Wunsch des Patienten einpflegen muss. Das sind zum Beispiel Früherkennungsuntersuchungen oder auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Patienten können natürlich auch selbst Daten einstellen. Welche Daten das sind, entscheiden dann die Patienten. Ohne App kann man aber nicht selbst direkt auf die elektronische Patientenakte zugreifen. Und deswegen haben auch Krankenkassen Ombudsstellen für Versicherte eingerichtet. Diese können dann im Auftrag der Versicherten zum Beispiel auch den Zugriff beschränken, also den Zugriff auf deren Akte beschränken. Also Patientinnen und Patienten haben halt eben Bedenken, gerade was den Zugriff betrifft. Also mit dem Einlesen der Karte in der Arztpraxis erhält die Praxis automatisch für 90 Tage Zugriff auf die elektronische Patientenakte. Und da ist es wichtig, wenn Sie einzelne Ärzte oder sonstige Therapeuten keinen Zugriff gewähren wollen und einzelne Dokumente verbergen möchten, geht das eben über die App oder über die Ombudsstelle. Und vielleicht auch ganz wichtig für Patientinnen und Patienten, Dritte haben keinen Zugriff auf die Daten auf die elektronischen Patientenakte, also auch nicht die Krankenkasse, nicht der Arbeitgeber und auch nicht die Anbieter der Apps. Jetzt haben wir aber viel über die möglichen Risiken, wie eben den Datenschutz, gesprochen. Die elektronische Patientenakte wird ja aber eigentlich eingeführt, um vieles nicht nur für Medizinerinnen und ApothekerInnen, sondern auch für Patientinnen und Patienten einfacher zu machen. Welche konkreten Vorteile wird jetzt die elektronische Patientenakte tatsächlich bieten? Ja, also grundsätzlich begrüßen Verbraucher und Patientenschützer die elektronische Patientenakte, auch der Sozialverband VDK. Die elektronische Patientenakte soll die Gesundheitsversorgung und die Patientensicherheit verbessern. Die elektronische Patientenakte wird auch von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert, weil sie eben Vorteile bietet. Die Behandlungsdaten sind digital gespeichert und damit jederzeit und auch lebenslang verfügbar. Also Sie können Ihre Befunde nicht mehr verlieren, also sofern diese eben in der Akte gespeichert sind. Also Sie können Ihr Zahnbonusheft oder den Impfausweis nicht mehr verlegen. Und ganz wichtig ist natürlich der Austausch von medizinischen Unterlagen. Und das wird viel einfacher, gerade der Austausch zwischen Klinik und Praxis. Das Krankenhaus, die Praxis oder Apotheke, alle haben über die elektronische Patientenakte Einblick in die relevanten Informationen, die sie für die Behandlung brauchen. Zum Beispiel Krankheitsgeschichte, Allergien, Blutgruppe, Vor-OPs, Vorerkrankungen, Komplikationen, Medikamente. Dadurch lassen sich viele Untersuchungen, also viele unnötige Untersuchungen vermeiden oder auch unerwünschte Wechselwirkungen von Medikamenten. Das macht die Behandlung insgesamt sicherer. Aber auch Arztwechsel werden dadurch einfacher. Die Behandlungsdaten sind dann ja nicht irgendwo in der Schublade oder im Ordner zu Hause oder in der Hausarzt- oder Facharztpraxis. Sie sind jederzeit verfügbar, einsehbar in der elektronischen Patientenakte. Dadurch kann es auch zu einer schnelleren Diagnosestellung kommen. Die Versicherten selbst haben durch die elektronische Patientenakte einen besseren Zugriff auf ihre Befunde. Sie sehen, welche Diagnosen gestellt oder welche Leistungen abgerechnet wurden. Und sie haben unabhängig von der
ärztlichen geführten Dokumentation, also die wird es ja auch weiterhin geben, also die ärztlich geführte Patientenakte, da hat man ja jetzt Zugriff auf die Befunde über die eigene Versicherten, also die elektronische Patientenakte. Und da muss man vielleicht in vielen Fällen gar nicht mehr extra Einsicht in die Patientenakte, die vom Arzt geführt wird, verlangen. Und was ist mit dem sogenannten Notfallzugang? Welchen Vorteil bietet dieser? Also das im medizinischen Notfall ist es auf jeden Fall wichtig, dass Ärzte Bescheid wissen. Also ein Beispiel, jemand ist im Notfall nicht mehr ansprechbar und soll ein Medikament bekommen. Dann stellen sich die Fragen, ist diese Person allergisch auf das Medikament? Gibt es Wechselwirkungen vielleicht mit anderen Medikamenten? Welche Vorerkrankungen hat die Person? Und mit der elektronischen Patientenakte können diese Fragen sofort beantwortet werden. Also im Notfall ist das wichtig, ist ja auch ein Notfall. Also da müssen die Behandelnden sofort diese Informationen haben. Deshalb kann man auch schon seit längerem auf der elektronischen Gesundheitskarte einen Notfalldatensatz speichern mit Diagnosen, Medikationen, Allergien, Unverträglichkeiten, Kontaktdaten. Vorgesehen ist, dass die elektronische Patientenakte eine elektronische Patientenkurzakte enthält. Da sollen eben diese, für den Notfall soll da eine Übersicht aller relevanten Patientendaten enthalten sein. Ja, und Ärztinnen und Ärzte können beispielsweise Schulungen zur Nutzung der EPA in Anspruch nehmen. Gibt es solche Angebote auch für Patientinnen und Patienten? Und wo können sich dann Versicherte weiter zur elektronischen Patientenakte informieren? Also das ist eine wichtige Frage. Die elektronische Patientenakte ist ja eine Akte der Patientinnen und Patienten. Und daher sollten sie als Nutzer gut informiert und aufgeklärt sein. Im Internet gibt es zahlreiche Informationen zur elektronischen Patientenakte, zum Beispiel von den Krankenkassen, dem Bundesministerium für Gesundheit oder der Gematik. Also das ist die Institution, die verantwortlich ist für die Infrastruktur der digitalen Medizin, also auch der elektronischen Patientenakte, aber auch von Verbraucherorganisationen gibt es natürlich viele Informationen zur elektronischen Patientenakte. Die Patienten-Universität der Medizinischen Hochschule Hannover zum Beispiel bietet ganz viele Informationen und Expertenvorträge. Dabei geht es unter anderem eben auch um die elektronische Patientenakte, aber auch digitale Gesundheitsanwendungen und Gesundheits-Apps, aber auch um die Frage, wie man im Internet seriöse Gesundheitsinformationen findet. Also diese Seite empfehle ich und natürlich uns die VDK-Patientenberatung. Ja, vielen Dank, Frau Pinteritt, für das informative Gespräch und die wertvollen Einblicke zur elektronischen Patientenakte. Und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke, dass Sie uns in dieser Episode wieder begleitet haben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zur EPA haben, dann werfen Sie doch auch mal einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort finden Sie nützliche Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.